Hallo Leute, herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen Pizmeet-mäßig, aber im Gegensatz zu denen habe ich ja schon irgendwas mit Wer wird Millionär zu tun. Von daher denke ich, ist das schon okay. So, wir legen los. Also, ordnen Sie dem Stern, dem Blitz, dem Pferd und den Ringen die Automarken zu, denen Sie als Logo dienen. Stern ist Mercedes, ist klar. Blitz ist Opel, Pferd ist Ferrari und die Ringe sind Audi. Stark, ja? So, betreten Kauflustige das Geschäft, dann freut sich der Ladenbesitzer. Ich Jahrzehnte, Monate, Minuten, Sekunden. Womit kann man bei Gästen die Sülze mögen auftrumpfen? Bube Kreuz, Dame Herz, König Karo, Ass Pik. Geht schon los. Was? Was ist das denn? Bube Kreuz, Dame Herz, König Karo oder Ass Pik? Also, das ist so ein Moment, wo ich tatsächlich lieber einen Moderator vor mir hätte, weil der mir dann ja irgendwie aktiv hilft. Das ist ja so, ich kenne mich ja aus, Leute. Machen wir uns nichts vor, ich weiß ja, wie es läuft. So. Und man möchte ja niemanden bei der 100-Euro-Frage ausscheiden lassen, aber ich habe ja hier gerade keinen. Mal logisch drangehen an die Sache. Also das muss ja irgendein Begriff sein. Sülze ist doch dieses eklige Zeug. So. Und wahrscheinlich ist jetzt irgendwas in der Sülze drin, das so heißt. So. Und das wird bestimmt nicht Bube Kreuz heißen, Dame Herz oder König Karo. Dann ist Aspik irgendein Zeug, was ich nicht kenne. Und dann ist das das. Kann natürlich jetzt auch in die Hose gehen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich, wobei eigentlich, doch ich würde. Wenn ich jetzt in der Sendung wäre, würde ich das nehmen. Es sei denn, der Jauch oder halt so einer wie ich sitzt mir gegenüber und sagt wirklich, dann würde ich es nicht nehmen, aber Bube Kreuz, Dame Herz, das muss Aspik sein, weil das andere, naja, komm. Jawoll! Stark, Danny! Stark! 100 Euro, nie wieder arbeiten. So, wer oft die Sesamstraße guckt, sieht sich auch häufig Flegel, Rabauke, Rohling oder Grobi an. Ja, Grobi an, okay. Das war easy. So, wer kennt sich wohl am besten mit dem sogenannten Lucky Punch aus? Der Dackel, Boxer, Terrier oder Pudel? Es wird wohl der Boxer sein. Okay. Ein bildender Künstler und ein Müller haben bestimmt schon einmal gemalt und gemalt, gemahlen und gemahlen, gemalt und gemahlen, gemahlen und gemalt. Ein bildender Künstler hat gemalt und ein Müller hat gemahlen. Also warte mal, erstmal brauchen wir gemalt. Bildender Künstler hat gemalt, das ist also einer, dann der Müller hat gemalt, da muss es C sein, oder? Ein bildender Künstler und ein Müller haben bestimmt schon einmal, Künstler hat gemalt, der Müller hat gemalt, ja. Jawoll! 500 schon, ohne Probleme. Wie heißt das legendäre Dorf in Schleswig-Holstein, in dem alljährlich das größte Heavy-Metal-Festival der Welt stattfindet? Das Wacken, oder? Retieren, Wünsten, Brillen, ja, Wacken. Keine Gefahr, Leute. Wer ist in Deutschland noch unter dem Spitznamen Pinselohr bekannt? Der Luchs, der Biber, der Igel oder der Waschbär? Ich bin ehrlich zu euch, ich habe keine Ahnung. Also so bekannt wird er nicht sein, weil ich kenne den ja nicht. Und ich meine, ich kenne alle Begriffe, auch sowas wie Aspik zum Beispiel kenne ich ja. Lass mich überlegen. Ich habe wirklich keine Ahnung, der Luchs, Biber, Igel. Wer von denen hat den Ohren, die aussehen wie Pinsel? Ich kenne nur, dass man sagt, du hast Ohren wie ein Luchs. Also, dass der Luchs besondere Ohren hat, das weiß ich. Also, wenn man gute Ohren hat, hat man Ohren wie ein Luchs. Aber das hat mit dem Pinselohr ja nichts zu tun. Aber was haben denn die anderen? Ein Waschbär hat doch so runde Ohren, oder nicht? Biber? Ein Biber für Ohren. Biber hat Zähne. Hat er Ohren? Hat ein Biber überhaupt Ohren? Weiß ich nicht. Ein Igel? Ich bin halt eigentlich für den Luchs, aber ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Nur weil einer Ohren wie ein Luchs hat, weiß es ja nicht, dass er auch Pinselohren hat. Publikum, oder? Das ist eine gute. Ich glaube, das ist ein gutes Publikum. Also,
Ich tendiere zum Lux, ich sage das. Also wenn das Publikum jetzt den Lux nimmt, dann gilt das nicht. Also dann habe ich das so gewusst. Ich nehme Publikum, ist besser. Ja. Dann nehme ich den Lux. Scheiße. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Wer trainierte 2011 die Fußballer des Bundesligisten Bayer Leverkusen? Bob, Dutt, Dauerwelle oder Fukuhida? Das war Robin Dutt. Einen anderen gibt's nicht. Nee, Robin Dutt. Auch beim SC Freiburg gewesen. Und war auch mal bei Schalke 04 im Gespräch, so wie jeder Trainer in der Bundesliga. So, warte mal. Wie nennt man einen von Winzern geführten Gastbetrieb? Papagei-Restaurant, Wachtellokal, Straußwirtschaft oder Kakadu-Café? Keine Ahnung. Also Winzer sind doch die Typen mit den Weinen, oder? Ist das so? Ja, ne? Die Typen mit den... Die da so in... Wo sind Winzer? Wo ist so ein Winzergebiet? Hier Rheinland-Pfalz und so. Da sind die doch immer... Da geht da doch die Berge hoch und dann bauen die da doch ihren Scheiß an, ne? So. Papagei-Restaurant, Wachtlokal, Straußwirtschaft, Kakadu-Café. Also das sind ja alles Vögel offensichtlich. Obwohl, kann man Wachtel nicht auch essen? Aber ist auch ein Vogel, ne? Also. Also ich finde Papagei-Restaurant klingt bescheuert. Genauso Kakadu-Café. Also wenn das Kakadu-Café heißen würde. Erstmal so ein Gastbetrieb. So ein Gastbetrieb ist doch entweder so eine Wirtschaft, ne? Oder ein Lokal. Könnte auch ein Restaurant sein, aber ich finde Papagei-Restaurant schon. Ich finde, vom Klang her ist das Wachtellokal natürlich am coolsten. Straußwirtschaft irgendwie, aber. Warum sollte das Straußwirtschaft heißen? Warum sollte es Wachtellokal oder irgendwie anders? Also, pass auf. 50-50. Klar, wenn dann Kakadu-Café stehen bleibt, nehme ich das andere, was dann da noch ist. Aber angenommen, da bleibt jetzt Papagei-Restaurant mit was anderem stehen, dann bin ich mir schon wieder nicht so sicher. Es könnte das auch sein, aber warum sollte es? Moment, geht es jetzt gerade um 8000 oder um 16? Sind wir schon, habe ich die? Nee, ist bei 8, ne? Das ist die Frage für 8000, wie schwer ist die? Ich schlage vor, ich frage irgendjemanden. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Aber wen? 50-50 ist Quatsch. Telefon oder Zusatzjoker? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Spiel ist, ob die Wahrscheinlichkeit, dass der Telefonjoker daneben liegt, größer ist als... Also ich weiß jetzt nicht, welcher von denen wertvoller ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ja jetzt auch irgendwie eine Art Videospiel gerade. Deswegen nehme ich... Ich nehme den Telefonjoker. Der wird das schon noch wissen jetzt bei 8000. Ich frage den. Straußwirtschaft würde ich sagen. Was bedeutet das jetzt? Also hier. Warte mal. Straußwirtschaft würde ich sagen, steht da. Da. So. Würde er sagen. Warum sagt das nicht einfach? Ja, aber dann nehme ich die Straußwirtschaft. Ich meine, wenn es jetzt falsch ist, dann ist der halt schuld. Ich gehe nicht davon aus, dass das Spiel mir jetzt hier bei Stufe 9, bei 8000 oder was, Stein in den Weg, glaube ich nicht. Ich nehme das. Außerdem, ich habe ja auch gesagt, Wirtschaft klingt so, ne? Darf man auch nicht vergessen. Lokal klingt so. Also meine Favoriten wären ja die beiden gewesen. Ich nehme das jetzt. Jawohl! 8000 Öcken! Geil! Okay, jetzt hier. Wovon gibt es derzeit knapp 120? Deutsche Kfz-Kennzeichen, chemische Elemente, unabhängige Staaten oder Talkshows in der ARD? Wobei, ich glaube, ist das wirklich so lustig? Ja, 120 gibt es nicht, ne? Talkshows in der ARD. Also unabhängige Staaten gibt es mehr. Ich glaube, das sind irgendwie knapp 300, meine ich. Deutsche Kfz-Kennzeichen. Chemische Elemente. Also Moment. Ich glaube, also Talkshows ist Quatsch. So unabhängige Staaten, wie gesagt, gibt's mehr. Also ist nur A oder B. Ich meine aber, chemische Elemente gibt's weniger. Aber
gibt es derzeit knapp 120. Das derzeit bedeutet ja auch, ja okay, das ändert sich immer. Also bei allen Vieren ändert sich da irgendwas. Aber das mit den Kennzeichen ändert sich ja auch. Also wenn ich jetzt mal so überlege, zum Beispiel haben die ja hier in Bochum-Wattenscheid zum Beispiel, haben die ja auch WAT wieder zurückgekriegt. Hatten die das schon mal? Ich glaube ja. So, aber die müssen jetzt nicht BO haben. Aber sind das knapp 120 in ganz Deutschland? Ich glaube, müssen das nicht mehr sein? Ich weiß es, warte mal. Also, jetzt mal angenommen. Jeder Buchstabe im Alphabet kommt schon mal vor. Wahrscheinlich das Y nicht, aber der Rest. So, dann haben wir schon mal 25. Und dann gibt es ja noch die Variation. So, wie viele Variationen gibt es jetzt da? Was weiß ich, nehmen wir mal so ein D. Dann gibt's D, Düsseldorf. DO fällt mir ein für Dortmund natürlich. Dann DE vielleicht. DA, DS, was weiß ich. Da gibt's doch voll viele Möglichkeiten. Dann gibt's ja noch die mit den Dreien. Und das bei allen möglichen Buchstaben, auch bei B. B Berlin, BO Bochum, BOT Bottrop, BA wahrscheinlich für Bamberg oder so ein Kram. BE ist Beckum, meine ich. Da hat ja bestimmt im Durchschnitt jeder Buchstabe mindestens irgendwie 10 Variationen. So, und jetzt nehmen wir einfach mal alle Buchstaben. Ohne das Y, weil ich glaube, das hat keiner. Aber nehmen wir die einfach. Dann haben wir 25 Buchstaben. A10 Variationen sind wir schon bei 250. Und ich glaube, so viele wird das schon. Also 120 sind zu wenig, glaube ich. Oder? Ich meine, klar, ich komm aus dem Ruhrgebiet, da gibt es halt besonders viele, ne? Ist ja so, guck mal hier, Gelsenkirchen, GE, Bottrop, BOT, Bochum, BO, Essen, E, Recklinghausen, RE, Dortmund, DO, Mülheim, MH, Oberhausen, OB, da ist halt viel, ne? Aber es gibt natürlich auch Regionen in Deutschland, da hast du dann gefühlt auf, was weiß ich, 200 Kilometer ein Kennzeichen, ne? Was auch immer. Was gibt's da? Kreis Recklinghausen ist ja zum Beispiel auch schon groß. Aber wenn du irgendwelche Kreise da so hast, was weiß ich, das Vogtland im Osten oder so, irgendwie sowas. Was haben die, V oder was? Naja, ist auch egal. Ich glaube aber, es gibt mehr Kennzeichen. So, jetzt ist die Frage, glaube ich das zu... Aber ich glaube auch, es gibt weniger chemische Elemente. Das ist ein Problem. Die Staaten sind Quatsch. Da gibt es 300 Talkshows in der ARD. Ist... eine Spaßantwort. Chemische Elemente gibt es doch weniger, aber ich meine, das ist ja jetzt auch schon mindestens 1,5 Jahre her, seitdem ich in der Schule war. Dementsprechend 4,5 Jahre, seitdem ich Chemie hatte. da kommen natürlich auch mal welche dazu, ne? Also, glaube ich. Es gibt mehr Kennzeichen. Leute, ich habe natürlich jetzt hier, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, ne? Also ich bin ja direkt hier eingestiegen, als diese Frage da war. Ich habe hier die Risikovariante, ne? Weil, warum soll ich ohne spielen? Ich will ja einen Joker mehr. Ich will ja so weit wie möglich kommen, es ist ein Videospiel. So. Aber ich sage auch, wann ich aussteigen würde. sage ich auch. Wann ich in echt aussteigen würde. Aber ich will natürlich versuchen, hier so weit wie möglich zu kommen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es... Das nicht, das muss, es muss mehrere Kennzeichen geben. Es muss mehr geben. 120 wären viel zu wenig. Wir nehmen die chemischen Elemente. Ja! Das war für 16.000. Das war nur für 16.000. Ach du Scheiße. Okay, für 32.000. Welcher Staat hat seit Oktober 2010 einen neuen höchsten Berg, der mehr als doppelt so hoch ist wie sein Vorgänger? Niederlande, USA, Argentinien oder Nepal? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe davon nicht gehört, aber jetzt passt mal auf. Die USA, was weiß ich, also der höchste Berg ist ja ein hoher Berg. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, welcher in USA, Argentinien, Nepal, aber Nepal ist da nicht da, wo du ganz, ist da nicht hier der allerhöchste? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind das alles drei Staaten, die hohe Berge haben. Warum sollte jetzt seit 2010 plötzlich ein Berg doppelt so hoch sein? Mehr als doppelt so hoch. Ergibt für mich keinen Sinn. In Holland aber, oder in den Niederlanden, da gibt's ja keine Berge. So, das heißt, wenn da die höchste Erhöhung, die die da Berg nennen, was weiß ich, 10 Meter hoch ist,
und die haben da, keine Ahnung, mal ein bisschen Dreck zusammengeschüttet, dann hast du auf einmal eine Erhöhung, die, was weiß ich, 22 Meter hoch ist, und dann ist das schon höher. Also mehr als doppelt so hoch wie der letzte. Versteht ihr, was ich meine? Das Ding ist, wenn ich jetzt in der Sendung wäre und ich möglicherweise auf 500 zurückfallen würde, würde ich wahrscheinlich den 50-50 nehmen. Ich bin natürlich auch gierig, ne? Und wie gesagt, alles andere, Argentinien, USA, warum? Ich weiß nicht, wie hoch die Berge in Argentinien, Nepal und USA sind. Das weiß ich nicht. Aber die sind höchstwahrscheinlich, das sind ja Berge. Die haben ja Gebirge und so. Das hat Holland halt nicht. Die Niederlande, Entschuldigung. Andererseits sind wir natürlich auch bei 64.000 und irgendwie erscheint die Niederlande da so als ziemlich schlaue Antwort. Also zu einfach, meine ich. Das ist ja klar, Niederlande. Und dann, so also die Frage könntest du theoretisch meiner Meinung nach auch bei 1.000 stellen. So. Könnte man, weiß ich nicht. Ich nehme die Niederlande, alles andere ist Quatsch. Das ist Quatsch. Jawoll! Leute, das läuft hier. So, Klassiker des modernen Designs. Und Arne Jakobsens 1955 entworfene Lampe Nummer 3, Uhrenfolge 5, Stühle Serie 7, Thermoskan Reihe 9. Ich habe keinen Plan. Also es gibt irgendwelche Lampen, Uhren, Stühle oder Thermoskannen, die der entworfen hat 1955, die heute immer noch benutzt werden. Verstehe ich das richtig? Klassiker des modernen Designs. Ja, dann... Gibt das Sinn? Klassiker des modernen Designs? Ist es jetzt Klassiker oder ist es modernes Design? Hm. Also ich versuche jetzt mal mit den Begriffen zu arbeiten. So, also wir haben erstmal Lampen, Uhren, Stühle, Thermoskan, kann alles sein. Gibt es Lampen, die in den 50er Jahren entworfen wurden, die man heute noch aufhängt? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gibt es Uhren? Wahrscheinlich. Gibt es Stühle? Wahrscheinlich. Gibt es Thermoskan? Wahrscheinlich. So. Jetzt heißen die Lampe Nummer 3. Dann haben wir Folge 5, Serie 7 oder Reihe 9. Ich bin ganz ehrlich. Folge ist doch Quatsch. Warum sollte man denn Uhren Folge nennen? Hingegen Serie zum Beispiel, wie Xbox Series X, ne? Also, so die Serie. Das klingt für mich besser. Ich meine, Thermoskan Reihe 9 aus der Reihe, das sind die Thermoskan aus der Reihe 9, finde ich auch sinnvoller. Und die Lampen Nummer 3 auch. Ich finde die Folge doof, aber das bringt mich jetzt auch nicht so viel weiter und es ist auch nicht so viel... Ist auch nicht so sicher, als dass ich da irgendwie klar wäre. Also, ich habe noch 50-50 oder den Zusatz-Joker. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn es bei 50-50 die Uhren... Ich habe die Uhren Folge 5, warum? Ich meine, klar, vielleicht war der einfach... Hatte der Bock, das Folge zu nennen? Weiß ich nicht. Also, das sind Sachen, die es heute... Der hat die entworfen und die gibt es heute halt genauso immer noch. Und werden halt auch gekauft, wahrscheinlich. Klassiker des modernen Designs. 50-50 ergibt keinen Sinn und jetzt raten ergibt auch keinen Sinn. Lampen Nummer 3. Also ich wäre irgendwie wegen Serie und Reihe, wäre ich irgendwie zwischen Stühle und Thermoskannen, aber selbst wenn davon bei 50-50 nur eins stehen bleibt, traue ich mich nicht. Oder würde ich mich in echt nicht trauen. Ich will natürlich auch so dran gehen, dass es nicht in Wirklichkeit rangehen will. Ich glaube, ich nehme den Zusatz-Joker. Stühle Serie 7, sie lassen sich gut stapeln. Sind das diese Plastikstühle oder was? Für draußen. Das klingt jetzt sehr, sehr sicher. Der scheint den Plan zu haben. Ich hoffe, der verarscht mich jetzt nicht. Aber hier, nochmal. Ihr seht es gerade nicht, ne? Warte mal. Stühle Serie 7, sie lassen sich gut stapeln. Ich hätte mich auch einfach kurz wegklicken können, aber ist egal. Dann nehmen wir das. Ich tippe jetzt einfach mal, dass das diese Stühle sind, diese Plastikstühle, die man, keine Ahnung, im Garten so hat und übereinander stapelt. Hoffentlich stimmt das. Jawohl! Keine Ahnung, ob das die Stühle sind, aber es stimmt auf jeden Fall. So, Leute.
Wie heißt Dr. Watson, Freund und Begleiter von Sherlock Holmes mit Vornamen? John, Charles, William oder Robert? Kein Plan. Scheiße. Warte mal. John Watson, Dr. John Watson, Dr. Charles Watson, Dr. William Watson, Dr. Robert Watson. Ich finde, William Watson klingt... Wegen der Alliteration will ich das nicht. Wir sind ja nicht bei Bauersuchs Frau hier. William Watson. Robert Watson, Charles Watson, John Watson. Ich finde John Watson, als wenn ich das schon mal gehört hätte. Aber das kann ich nicht bezeugen. Also wenn ich jetzt raten müsste, ohne irgendeinen Joker, würde ich John raten. Einfach nur aufgrund einer Eingebung, warum auch immer. Ich werde allerdings den 50-50 Joker nehmen. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund John stehen bleibt, nehmen wir das. Und wenn nicht, nehmen wir halt was anderes. Aber ich sag vorher, ich wäre ausgestiegen. Steht ihr? So. 50-50. John. Dann John. Hab ich gesagt, ne? Hab ich gesagt. Nimm John. Für 125.000. John ist richtig! Segler grüßen sich, indem sie die Fahne... Kannst auch da sehen übrigens, ich muss nicht da gucken. Okay, Segler grüßen sich, indem sie die Fahne tunken, dippen, titschen oder stippen. Ich bin mir eigentlich sicher. Ich meine, es heißt die Fahne dippen, aber vielleicht habe ich auch nur an Nachos gedacht. Warte, die Fahne titschen ist Quatsch. Das sagt man im Ruhrgebiet. Ja, komm, titsch mal ein. Da, das ist ja. Tunken, klar. Stippen, ja. Aber ich meine, es heißt dippen. Ich meine, ich hätte dippen gehört. Das heißt, die Fahne dippen. Wo habe ich das gehört? Keine Ahnung. Ich kann es auch überhaupt nicht beschreiben gerade. Aber das ist für mich irgendwie in meinem Hirn so selbstverständlich, dass es die Fahne dippen heißt. Ich glaube, im echten Spiel würde ich jetzt aussteigen, also spätestens jetzt. Obwohl ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass es die Fahne dippen heißt. Deswegen nehme ich das jetzt auch. Also ich klicke ja jetzt hier nicht auf Ende, das ist ja bescheuert. Wir wollen ja Action sehen hier, oder? Wir wollen ja Action sehen. Außerdem, was heißt die Fahne? Es muss die Fahne dippen heißen. Auch wenn das irgendwie... Guck mal, warum weiß ich... Oder warum kommt es mir so vor, als wüsste ich das? Vielleicht ist das auch extra so, dass ich durcheinander komme. Und es ist wahrscheinlich dann die Fahne tunken. Stimmt. Titschen ist es nicht. Titschen ist Quatsch. Die Fahne dippen. Die Fahne dippen. Die Fahne dippen. Jawohl! Leute. So, jetzt geht's los hier. 1 Million. Wer führte Regie bei dem Film Die gläserne Zelle, der 1979 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war? A. Werner Herzog, B. Rainer Werner Fassbinder, C. Hans W. Geißendörfer oder D. Volker Schlöndorff. Ich sag, wie es ist. Ich kenne den Film nicht. Ich kenne keinen von den Vieren. Rainer Werner Fassbinder habe ich schon mal irgendwo gehört. Werner Herzog, ich kenne nur Andreas Herzog. Geißendörfer Schlöndorff, ich kenne Jörn Schlönvogt. Ist das anderes? Ich habe keine Ahnung. Also, diese Frage würde ich, ich sag's jetzt, die Frage würde ich niemals, niemals hätte ich die Eier bei der Millionenfrage, wenn ich auf 500 Euro zurückfalle, diese Frage ohne irgendein Wissen zu beantworten. Niemals. Der einzige Name, den ich irgendwann mal gehört habe, ist Rainer Werner Fassbinder. Kann auch sein, dass ich was anderes meine, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Wahrscheinlich ist er das nicht, aber... Natürlich ist es auch geil, wenn ich das hier einmal zum allerersten Mal aufzeichne und direkt die Million schaffe. Das wäre ziemlich geil, aber... Die gläserne Zelle.
So, guck mal, ist auch ein Film, der war nur nominiert. Der war 1979 als bester fremdsprachiger Film nominiert. Kein Schwein kennt diesen Film. Niemand interessiert sich dafür. Und ich soll sagen, wer da Regie geführt hat. Wir nehmen jetzt Rainer Werner Fassbinder. Ich betone nochmal, also wenn es jetzt hier um echtes Geld gehen würde, hätte ich es nicht, würde ich nicht nehmen. Ich würde die 500.000 nehmen und rennen. Ja. Aber wir nehmen jetzt Rainer Werner Fassbinder hier. Ach Scheiße! Der Hans! Schon ganz gut, aber geht noch besser. Ja, vielen Dank. Okay, Leute. Das war Wer wird Millionär. Heute mal auf der anderen Seite des Tisches. Bis beim nächsten Mal. Tschüss.